Jo, hi, willkommen. Mein Name ist AniroIP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme mal wieder nach einem Monat ungefähr hier ein Video auf und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir das letzte Mal gewesen sind, aber hier ist ein Skit und das gucken wir uns an. Bitteschön. I guess it's been a while since I've been shopping, because I didn't know about these stamp cards. Let's have a look here. Each city throughout the world uses its own stamp cards. You can collect stamps only in the city where a card was issued. When you buy or sell items at a shop, you earn stamps. When you collect enough stamps, you get... What? What do you get? These instructions really get you riled up. Oh, you get VIP privileges. Oh, come on! That could be anything! What a pain to have to keep hitting the same shops to collect stamps. But I am intrigued by these VIP privileges. Also werden wir Stempel sammeln. Ja, natürlich. Und ja, ich müsste mal kurz hier gucken. Wo sind wir denn hier? Im Spiel. Ach ja, genau. Der Vater ist tot umgekippt und wir müssen nach Land. Um es simpel. Oh cool, was wieder Nagel. Um es simpel auszudrücken. Warte mal, Ausrüstung laden. Ah, ich glaube, ich habe Ausrüstung. Alles auf dem Laufenden, weiß ich nicht, aber glaub schon. Gehe an Bord eines Schiffes im Hafen von Verona. Wo ist der Hafen? Ich glaube da hinten, ne? Ja, da gucke ich ja doch mal bei der Ausrüstung. Ah, jetzt können wir hier. Zack. Und ich habe noch alles auf dem Laufenden, ne? Ja. Glaub schon. Ja, weiter. War schon so lange her, seit ich Tales of Xillia Let's Play. Könnt ihr übrigens auch mal nachgucken. Habe ich schon lange nicht mehr Tales of Graces F angerührt. Und hier bin ich falsch. War doch unten richtig. Mann! Ey. Der Röse hat Spiel mal ein bisschen. Ja, ist egal. Jedenfalls weiß ich hier, was mich mehr erwartet. Also werde ich nicht jetzt ziellos durch die Gegend rumlatschen. Aber naja, hat sich erledigt. Oh, da glänzt was. Ein Nachtliliensamen. Wofür wir den wohl gebrauchen können. Das werden wir nie erfahren. Und noch ein rostigen Nagel. Yes. Schön. Ja, Cherry ist auch bei uns, ne? Aber nur als Nebencharakter. Na gut. Warum denn noch nicht? So, ich weiß nicht, war hier eine Schatzruhe? Ja, jo. Geil. Warte mal dann. Pastetenteich. Dafür lohnt sich doch hier den Steg entlang zu laufen, ne? Ne, also, ne, ich möchte mit dir sprechen. Ne. Ich rede nicht mit Fremden. Ne. So, es geht sind hier an den Speicherpunkten. Da muss ich mich wieder dran gewöhnen. Klar, gehen wir an Bord. Schönes Schiff. Kann ich eigentlich immer springen? Passiert nichts. Also bei Schiffsfahrt meine ich. Seht ihr, passiert nichts. Warum glaubt ihr mir denn nicht? Und ein Islam, und dann wollen wir hin. Davor passiert hier noch was. Once we reach land, I'll look into hiring a turtles transport. You must be exhausted after so much travel. Thank you, but I'm fine, really. But what about your illness? It's gone. It disappeared 7 years ago, just after... After everything happened. Now I'm stronger than almost everyone I know. 7 years. Me?
Maybe Sophie is watching over us somehow. I'm glad you're better, Sharia. Thanks. Me too. Ouch. Warum sind wir so einen riesigen Umweg? Egal. Ja, da hat uns Cherry eiskalt die kalte Schulter gezeigt. Warum auch immer? Wir sind doch nur für 7 Jahre weg gewesen. Und nach 7 Jahren ändert sich natürlich nichts. Wir rauben natürlich immer noch die Leute aus. Na, kennt ihr mich noch? Ich habe vor 7 Jahren euch ausgeraubt. Und dann kommen die Leute so, ah ja. Ja gut. Und noch mehr aus die Gnädel. Yeah. So, ich gucke mich neu um. Ich glaube, die Schatztruhen wurden wieder aufgefüllt. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Wenn ich wüsste, wo die Truhen überhaupt sind. Die ich erwähnte. Die von ihnen erwähnten Truhen. Nö, war hier auf der rechten Seite war irgendwo, oder? Nö. Na gut, aber jetzt was ich gesagt habe, wie ein Kampf zur Ablenkung. Muss ich mich natürlich wieder voll reingewöhnen. Aua. Aua, was doch, ich sterbe hier. Ich will nicht sterben. Ich sterbe hier wirklich, was soll das? Ah, geh weg. Das wird mir zu riskant. Wie weit sind wir noch mal im Spiel? Danke. So. Ah. Ich tue mich hier schon bei diesen Gegnern schwer. Das darf nicht wahr sein. Ich muss mich wieder daran gewöhnen, dass ich noch gar nichts kann. Und das nehme ich noch sehr gewöhnungsbedürftig. Vitalität, den Paragon-Titel. Mal gucken. Hier. Taumschlag. Kreisangriff, Vitalität, ja. Mehr AP sind im Moment gut. So schnell wie wir verrecken, das ist kein gutes Zeichen. Na hey, die Windor-Kuh, glaube ich. Wo? Entdeckung. Nicht, geil. So, hier war irgendwo ein Schatz, so glaube ich. Da, ich weiß doch noch irgendwie was. So, hier sind natürlich nicht so brutal viele Gegner wie ein anderes Spiel, was ich jetzt nicht erwähnen will. Deswegen kann ich auch hier ruhig ein paar Gegner mitnehmen. Ich war auch Blitz, ne? Ja. Hier ist ein Vogel. Damit treffe ich euch nicht. Ich treffe euch an sich mit Hieben gut. Ja, es gibt so Titel, wo man so Attribute, die bekommt man, wenn man die Schwächen der Gegner ausnutzt. Bestimmten Angriffen. Die sind eine Bitch zu bekommen und ja. Ja, da ist eigentlich. Jeder Gegner hat ein bestimmtes Attribut und jeder Angriff hat ein bestimmtes Attribut. Wenn man mit dem bestimmten Attribut angreift, dann macht das Bonus-Schaden. Glaube ich, weiß ich nicht. So. Ich bin auf Nummer sicher. Ich brauche viel mehr HP. Ich spreche so schnell, das ist nicht gut. Ich hätte vielleicht ein bisschen trainieren sollen. Sieht jedenfalls so aus. Ich glaube, ja. Ich komme rein, Gegner. Hi. Gotcha. Aua. Ich sag aua, bevor ich überhaupt getroffen werde. Wie ich noch gar nichts kann, das ist so ungewohnt. Irgendwann hat man so viele Angriffe und metzelt die Gegner auf alle möglichen Weisen ja kaputt. Jetzt kann ich hier nur 2-3 Angriffe. Das ist so ungewohnt.
Vor allem, wenn er das Spiel nach Monaten immer angerührt hat. Er dürfte eigentlich nicht die Gewohnheit hier noch drin sein. Aber naja. Meine Priorität im Kopf ist irgendwie komisch. Jedenfalls weiter. Ich voraussage eine Cutscene. Wie konnte ich das nur wissen? Geh aus dem Weg, stärkste Person der Welt. Nein, drei Gegner. Wir sind tot. Das war jetzt nicht sarkastisch gemeint. Zum Glück ist unsere Elf-Anzeige gleich voll. Hoffentlich ist sie auch rechtzeitig voll. Da muss ich hier ein bisschen ausweichen und die verarschen. Nein. Aber nein, 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 nein. Bleib weg. Bleib weg. Bleib weg. Bleib weg. Bleib weg. Ah. Hilfe. Bleib weg. Nein, nicht du, nicht du. Dich. Oh. Bleib weg. Ich könnte jederzeit drauf gehen. Boah. Oh. Nein, 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 nein. Ach, du Kacke. Wieso ist denn das Spiel so schwer? Ich habe nur auf... Habe ich auf hart eingestellt? Bin ich bekloppt? Ach ja, stimmt ja. Ich habe mich auf gemäßigt, ich habe auf hart eingestellt. Scheiße. So, jetzt kommt her. Jetzt mache ich euch platt. Aber jetzt können wir wieder weggehen. So. Ei, ei. Manche Fälle haben wir dann... Ja, okay. Puh. What was that? What? That light from my hand? I don't know. It just started happening recently. You're hurt. Oh, this? It's nothing. I'm fine. You won't be fine if it gets infected. Give it here. Ist das nicht der Gruß aus Final Fantasy 10? What the? Sharia? You can do it too? Yeah, it just started happening recently. The doctor thinks that incident 7 years ago might have unlocked some kind of an unknown power. Upsala. Bah. There, all better. Thanks. Kind of funny to see little Sharia all grown up and healing people's wounds. Remember that time I hurt my hand and you tried to bandage it up with a big old sock? Good times. It's been a long time, Asbel. People change. Also, I can fight for myself now. You don't have to save me from monsters anymore. Weißt du, diese Aussage wäre sehr kräftiger gewesen, wenn du auch mit gekämpft hättest in den letzten Minuten. Let's go. Wie war es noch? Stärkste Person im ganzen Umkreis? Und wir haben jetzt Sharia in der Truppe. Haha. Und sie hat Titel. Wer hätte das gedacht? Was nehmen wir denn? Ja, minimal SK. Ja. Beim Moment ist die Auswahl nicht so groß. Oh nein, nehmen wir das da. Und das hier. So, dann gehen wir mal zum Speicherpunkt. Nehmen wir uns natürlich erstmal das hier. Morschen Reißzahn. Und dann beende ich den Part erstmal. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!